An dieser Grundschule in Berlin sind alle Plätze in den Klassenzimmern besetzt. In der Hauptstadt hat nach den Sommerferien wieder der Regelschulbetrieb begonnen. Wegen der Coronavirus-Pandemie hat es zuletzt nur einen sehr eingeschränkten Präsenzunterricht gegeben. Nun soll das Tragen eines Mundschutzes auf den Treppen und Gängen sicherstellen, dass das Ansteckungsrisiko gering bleibt. Wenn wir zusammen spielen, dann spielen wir meistens in der Pause, also auf dem Schulhof, und da müssen wir keine Maske tragen. Aber ansonsten stört mich das halt schon, weil man versteht mich halt auch manchmal schwerer. Und ja, also es ist schon nervig. Immerhin haben alle Kinder am ersten Schultag eine Mund-Nase-Bedeckung dabei gehabt, erklärt die Schulleiterin. Ja, die Sinnfrage ist immer schwierig. Es ist ja so, dass wir in Schule nun eine Maskenpflicht haben, zumindest in den Gängen. Nun aber im Hortbereich, also in dem Ganztag, im Nachmittagsbereich, haben die Kinder sie nun sowieso schon nicht. Nun kann man sich sowieso fragen, naja, die können sich ja jetzt da genauso infizieren. Und es gibt weitere Hygieneregeln, zum Beispiel einen Spuckschutz für Lehrkräfte und Empfehlungen für regelmäßiges Lüften. Etwa 2000 Lehrer werden nach Angaben ihrer Gewerkschaft trotzdem zu Hause bleiben. Sie gehören einer Risikogruppe an.